Jo, weiter geht's mit dem epischen Kampf gegen Zombies und Hunger und... Wo geht's jetzt eigentlich entlang? Ich weiß es immer noch nicht. Ah, ich wollte gerade sagen, aber Gottlob habe ich hier ein paar Fackeln gesetzt. Jetzt erkennt man sie mich auch. Oh, was ist das bloß? Kann es sein, dass dieses Ding ein paar Laufbugs hat? Ich mag diese Dinger wirklich nicht. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Nein. Das hakt. Na. Moron. Aua. Hilfe. Hilfe. Ist vielleicht keine gute Idee, zum Haus zu rennen. Was? Was war das? Okay. Bin ich verrückt oder? Gott, was? Kann das Ding sich teleportieren? What the fuck? Das ist unfair. Das ist gemein. Das ist gemein, episch. Ah, was hat's denn an? Ich hab Angst. Was ist denn das für ein Scheiß hier? Stirb! Sag mal, sind das zwei verschiedene, oder? Sagen, stirb doch mal, du Arschloch. Alter, was war das denn? Lass mich rein, lass mich rein, lass mich raus, lass mich raus. Mein Gott. Meine Güte. Interessante Erfahrung. Das ist auch mal nicht schlecht. Ach Gott, ich muss schon wieder was trinken, ey. Oh mein Gott, das ist ja nicht zu fassen. Das verdammte Ding teleportiert sie, oder? Das hat einen Bug, oder? Ich habe keine Ahnung was. Wisst ihr, was ich jetzt mal machen werde? Ich werde mal ganz kurz auf meinen Wiki lesen. Ganz kleinen Moment, ich bin gleich wieder da. Jo, und da bin ich wieder. Sehr interessant, was man teilweise so liest auf Minecraft-Wiki. Also so wie ich das verstanden habe, sind das Enderman. Oder, ja, Enderman. Abgeleitet von irgendeinem anderen Namen, das wohl Schlanker Mann heißen soll. Was gut passt, glaube ich. die Dinger können sich tatsächlich teleportieren. Es ist also kein Bug gewesen. Und wie ich gelesen habe, sie können sich auch ins Haus teleportieren. Das ist natürlich toll. Haha. Ja, natürliche Abwehrressource ist, die Häuser nicht höher als diese zwei Blöcke zu bauen, weil sie selbst eben nicht rein können, weil sie zu fett sind. Also zu groß meine ich, nicht zu fett. Tja, ist natürlich dumm gelaufen, da ich meinen Ausgleich fertig habe. Oh nein, das ist so bescheuert. Was ich jetzt nicht gelesen habe, ist, ob sie auch im Dunkeln, also, ja, wobei im Dunkeln spawnen ist ja nur Quatsch. Ich werde einfach alles ausleuchten, sodass gar nicht mehr groß was spawnt hier. Zombies, wieso stehe ich hier eigentlich? Ich kann auch was machen. Zombies können ja nicht spawnen, wenn genug Licht da ist. Und deswegen, so, ich sehe da jetzt kein großes Übel drin. Und wenn nicht, dann versetze ich notfalls meinen Boden ein bisschen. Ich werde es schon merken. So, Moment. Ach so, meine ganzen... Ich habe ja unten... Ach, 5 Minuten aus dem Spiel und sofort habe ich vergessen, wo mein ganzer Kram ist. Genial. Jetzt habe ich auch wieder ein bisschen Energie. Halleluja. Ja, den ganzen Rotz brauche ich halt auch noch. Das kann auch mit... Das muss mit... Kann auch mit... Weiß noch nicht wofür, aber egal. Ja, ist ja gut.
Wobei ich Enderman auf Wikipedia, also Minecraft-Wiki, als schwarz gesehen habe mit lila Augen. Und nicht als weiß mit blauen Augen. Liegt das jetzt an meiner Version oder... Das Ding ist, Minecraft hat sich, ohne dass ich es wollte, automatisch geupdatet. In dem Fall war das aber gut so. Wenn es jetzt keine offizielle Version ist, dann liegt es daran, dass das Spiel zu blöd ist, eine offizielle aktuelle runterzuladen. Also bitte nicht gleich wieder an mir auslassen. Wenn das jetzt nicht die Version sein sollte, die ihr unbedingt sehen wollt. Ja, ist ja gut, blödes Ding hier. Braucht nicht schon wieder so einen Affen machen. Oh, ich habe ein bisschen Kopfschmerzen, merke ich gerade. Ich überlege nur gerade was. Ich rede gleich mehr, beziehungsweise wie der. Ich überlege nur gerade was. Also ich werde das Haus jetzt auf jeden Fall trotz allem erstmal so belassen, wie es ist. So heißen auf der Höhe. Wenn ich jetzt wirklich jede Nacht damit zu kämpfen habe, dass die Viecher da antanzen, ja dann habe ich halt etwas gelitten, aber... Deswegen werde ich jetzt keinen großen Umstand deswegen machen. Ich bin ja mal echt gespannt, was noch so alles kommt. Also mir wurde gesagt, es soll jetzt auch einen Himmel geben. Oder es wird einen geben. Ich weiß es nicht. Da habe ich jetzt, also ich habe jetzt nicht alles nachgeguckt. Ich muss aber sowieso noch mal so ein bisschen, wenn ich mehr Zeit habe, dann gucke ich da auch mal nach. Ich könnte das zwar theoretisch jetzt machen, aber ich habe jetzt Bock aufzunehmen. Es soll wohl so einiges Neues geben, von dem ich bislang noch echt keine Ahnung habe. Ich bin wirklich mal gespannt, was da noch kommt. Ich will mir auch nicht alles selber spoilern, muss ich sagen. Die Reaktion ist einfach witziger, wenn man das wirklich gerade vor Kopf hat und nicht, wenn das jetzt so ein gestilltes "Oh nein!" ist. Also, vor allem, weil ich das sowieso nicht kann. Also so ein ich kann das absolut nicht. Also ich musste ja eben schon ziemlich lachen bei diesem komischen Ding, bei diesem Enderman oder Endermann, ist mir jetzt egal, wie man es ausspricht. Da habe ich doch schon ein bisschen einen Schock bekommen, weil der irgendwie ein bisschen ekelhaft aussieht. Langer Lulatsch. Ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht die Decke durchbrech. Wobei Enderman eigentlich neutrale NPCs, also neutrale Gegner oder so, wie man es jetzt auch nennen möchte, sein sollen. Erst wenn man sie anguckt, also wenn man mit diesem Fadenkreuz auf sie guckt, dann werden die wohl irgendwie auf dich aufmerksam und... Alter! Echt... Ich mag dieses Geräusch nicht, wirklich nicht. Vor allem dieses Geräusch kam das letzte Mal bei einem Enderman. Das habe ich zu dem Zeitpunkt gar nicht wahrgenommen. Das habe ich erst im Nachhinein gemerkt, als ich mir das Video nochmal angeguckt habe. Ich habe ja gemerkt, ich habe eine Zeitverzögerung drin und habe gemerkt, was war denn das für ein Sound? Irgendwie fand ich sie danach noch gruseliger. Es hat also nicht so zu meiner zu meinen Nervenverbesserungen beigetragen, aber naja. Wie gesagt, ich baue mal ganz gerne alles wieder zu. Ich mag das absolut nicht. Es ist zwar jetzt nur so ein Buddelgang, aber ich mag es nicht. Was mir gerade einfällt, ich sollte, wenn überhaupt, mal langsam wieder nach unten buddeln. Das mache ich dann aber, wenn ich auch wieder nach unten muss. Im Moment möchte ich, wie gesagt, mal gucken, wie es oben ist. Ich mag diese Sounds nicht. Sie gelten, sie sind zwar dafür da, um dich zu warnen, aber ich, ganz ehrlich, mir geht's total auf die Eier.
Dann lasse ich mich lieber einmal erschrecken als zweimal. Nämlich einmal durch das dumme Geräusch und das zweite Mal, wenn er dann wirklich kommt. Das ist irgendwie ziemlich doof. So, ich wollte sagen, es müsste eigentlich... Und dann muss ich, bevor ich jetzt wieder dahin gehe, ohne... Nee, das ist es nicht. Moment. Ja. Und da ich zwei Türen brauche... Wunderbar. Bitte kein Creeper, bitte kein Creeper. Was zum Henker ist das denn? Schon wieder Energie oder was? Wieso lag die jetzt bitte da? Ich weiß auch nicht, warum ich manchmal so einen Sprunganfall habe. Ich erhoffe mir, glaube ich, einfach nur eher was zu sehen dadurch. Hey! Es wird langsam so ein bisschen hausmäßig. Langsam aber sicher. Jetzt muss ich nur mal für ein bisschen Licht sorgen. Sonst, wie gesagt, sieht natürlich noch richtig scheiße hier drin aus. Das ist jetzt auch alles erstmal nur so halbwegs. Also ganz ehrlich, wenn hier ein Enderman rein will, der kann sich jetzt zweimal reinstellen, balde. Verdammte Kacke. Aber ja, damit muss ich halt jetzt erstmal leben, wenn es wirklich passiert. Wobei ich sagen muss, jetzt übelst schwer zu besiegen war das Vieh jetzt nicht. Aber ich sag jetzt mal lieber nichts zu laut. Sonst kommt's an und will sich rächen. Es gibt viele Gegner, die ich in Minecraft überhaupt noch nie gesehen habe. Es gibt auch einen Pikmin-Zombie, aber den habe ich auch noch nie gesehen. Der soll neutral sein. Rennt aber mit dem Schwert durch die Gegend. Sehr neutral. Die da hinten, diese Berge, die finde ich richtig klasse. Sind nicht ganz nah, sind ganz gut Entfernungen da. Finde ich klasse. Also kann ich notfalls auch eine Bahn hinbauen oder so. Bin ich mal gespannt. Das Ding ist, ich würde ja an sich ganz gerne irgendeine überirdische Bahn bauen. Also nicht welche, die jetzt wirklich wie eine durch die Mine geht, aber ist natürlich saumäßig unpraktisch. Da die ganzen blöden Viecher da drauf hopsen. Und ja. Die Bahner quasi einfach schlichtweg blockieren. Das ist natürlich ein bisschen doof dann. Ich und meine Zielübungen. Tralalala. Schinken. Und jetzt darf ich nicht mehr runterfallen, sonst muss ich ja wieder alles abbauen. Ach ja. Minecraft hat sich jetzt schon 4 Millionen mal verkauft, habe ich gesehen. Halleluja. Ich glaube, ja, das war's. Gut, wunderbar. Wir haben eine Basis. Juhu. Das freut mich. Sieht jetzt natürlich sehr stupid aus, ne? Aber ich bin ja auch noch nicht fertig. Trotzdem ein bisschen... Ich ärgere mich gerade. Ich habe schon wieder völlig verpeilt, mal so ein bisschen... Ja, mehr als nur gerade zu machen. Aber naja, verlöten. Jupp, die Schaufel ist im Arsch. Wunderbar. Was da denn los? Aber ich denke, ich werde das Haus eh noch weiter ausbauen. Denn ich, wie gesagt, wenn ich jetzt wieder ohne Vorräte machen muss, muss ich mir natürlich wieder hier so einen halben Raum mit zigtausend Truhen hier aneignen. Es ist auch noch ein bisschen dunkel hier drin, das kann sein. So ein bisschen ausleuchten muss ich es noch. Das ist das, was ich meinte. Wenn ich jetzt Cobblestone wäre, das richtig angenehm. Habe ich aber nun mal leider nicht.
Hey, dass es jetzt Dinger gibt, die sich teleportieren. Ich meine, wie assi ist das denn? Das ist doch scheiße, Mann. Was ist denn das überhaupt für eine Insel hier? Zombies, die sich teleportieren? Oh mein Gott. Aha. Das ist doch so scheiße. Ach nee, hier, was ist das denn? Oh, eine Perle von dem Ender. Super, wofür brauche ich die bitte? Woran ist der eigentlich verreckt? Ich habe gelesen, sie können kein Wasser leiden. Man könnte sich eine Wasserfalle ins Haus bauen. Ja, klar. Und dann schwimmen meine ganzen Sachen weg. Tolle Idee. Super. Oh Gott, wie ging denn? Es gab doch irgendeinen Trick, wie man sich unendlich Wasser holen konnte, aber ich habe keine Peilung mehr, wie der ging. Es ist wieder Rasenmähen angesagt. Ach, wie gesagt, der Boden, den mache ich auf keinen Fall zu mit Holz. Holz brauche ich für andere Sachen. Und jetzt habe ich genug Stein, mal ganz davon ab, wenn hier alles abfackelt, na, dann habe ich immer den Grundboden. Juhu, toll. Nee, aber ist auch nicht so schwer kaputt zu kriegen, wenn mal was sein sollte. Wobei, wenn Creeper reinkommt, ist er trotzdem im Arsch, aber naja. Dann hab ich gelitten, wenn das wirklich passiert. Wobei, wie soll ein Creeper hier reinkommen? Es könnte natürlich ja auch an dem dunklen Ort liegen, aber es sieht so aus, als wenn es hier eh bald wieder dunkel wird. So, jetzt muss ich aber auch aufpassen. Jetzt kann es nämlich sein, dass ich in der Höhle buddel aus Versehen. Und sowas mag ich nicht so sonderlich. Wie gesagt, den Boden, den habe ich ja von Anfang an gesagt, den muss ich sowieso... Ich muss noch einiges ausbessern in dem Ding hier. Gott, Mann, also Frau ist heute mal wieder ganz... scheiße, ich wollte noch rüberrennen, aber... Nee, lieber nicht. Nee, du kannst draußen bleiben. Die dir tun sie ja erstaunlicherweise nichts. Das sind solche Rassisten. Mich bringen die um und einer Kuh tun sie nichts. Ja, der Boden könnte theoretisch so bleiben, aber das Problem ist, dann habe ich zwei verschiedene Steinbödenarten. Das sieht irgendwie dämlich aus. Guckt euch mal diese Kuh an hier, so ein Bettler. Hausieren verboten. Ich muss immer mal daran denken, dass ich dieses... dass ich Fraps mal wieder an- und ausmache. Das ist so nervig, dass das sogar schon bei Minecraft so ist, dass das jetzt übelst nach ein paar Minütchen schon hakt. Das gibt's doch nicht, ey. Das ärgert mich total. Vor allem, ich lade nichts hoch oder so nebenbei. I can't understand it. Und jetzt habe ich keine Schaufel mehr. Ach, dringend. Könnte ich irgendwie mal machen. Mein Gott. Oh, es regnet scheinbar wieder. Ja, es regnet. Geil. Also ganz ehrlich, das sieht doch so cool aus. Hammer. Ich find's richtig geil. Ich find's nur dumm, dass das jetzt immer ausgerechnet nachts passiert, wo die ganzen Zombies da sind und noch nicht weggehen.
Ich habe jetzt die ganze Zeit Schüsse und Enderman anzuknotzen. Das ist halt total kacke, wenn das Vieh hier rinkommt. Das ist doch so doof. Bam, 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 bam. Ach ja, gut, dass ich so viele Steine... Obwohl, da gut, es ist zwar jetzt nicht gerade so prickelnd, Steine im Haus zu haben. Aber Laminat haben sie scheinbar noch nicht. Naja, doch, obwohl, ja, Holz, aber naja, möchte ich aber nicht. Habe ich halt einen Steinboden, ist mir egal. Ich weiß nicht, also so alles in allem ist ein bisschen langweilig. Ich brauche mal so ein bisschen Kontrast. Kann, wenn ich mich nicht irre, kann man tatsächlich vom Blitz getroffen werden. Finde ich sehr interessant.